Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde von Human Way, Human Way Österreich und eigentlich alle anderen basisdemokratischen Gruppierungen wünschen sich eine aufgeklärte, selbstbestimmte Bevölkerung. Und dazu gehört das Recht auf Information, das Recht auf Gesundheit. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Frau Dr. Alexandra Koller, die uns zu der Thematik sanfte Tumortherapie und orthomolekulare Medizin einen Vortrag halten wird. Herzlich willkommen. Danke. Das müssen wir noch mal positionieren. Zuerst einmal ein herzliches Danke, dass ihr noch immer da seid, dass ihr so viel Geduld und Ausdauer habt und dass ich jetzt auch den Vortrag so verspätet für mich, wie geplant, was um 5 bringe. Ich darf mich herzlich bedanken für euer Interesse und freue mich schon über meine medizinischen Überlegungen etwas sagen zu dürfen, wie ich Medizin an und für sich sehe, was das Wichtigste dabei ist und namentlich kennen mich, glaube ich, alle. Mein Name ist Koller Alexandra, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin. Ich bin seit 2002 von der üblichen Sparte der Medizin weggegangen, also nicht weggekommen, sondern bewusst weggegangen, weil ich als Ärztin das Gefühl hatte, Medizin muss etwas anderes sein, muss dem Menschen näher sein, muss die Grundbedürfnisse des Menschen abdecken. Und da bin ich Gott sei Dank auf einen speziellen Weg gekommen, der nennt sich orthomolekulare Medizin. Viele werden das vielleicht schon gehört haben. Ortho kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie richtig. Molekular, da geht es um die Moleküle, die wir unserem Körper zuführen, die er lebensnotwendig braucht. Und orthomolekulare Medizin sind zusammengefasst die richtigen Moleküle am richtigen Ort. Und wenn wir bei der Vorsorge beginnen, dann haben wir natürlich am meisten in der Hand. In der Vorsorge liegt das größte Potenzial. 1 Gramm Vorsorge ist mehr als 1000 Kilo Therapie. So kann man es vielleicht vergleichen. Diese Vorsorge ist, ich würde jetzt einmal sagen, in unserem Medizinsystem nicht einmal in den Kinderschuhen, weil es wird lange Zeit nicht aufgedeckt, wo die langjährigen Mängel der Menschen bereits liegen. Von meinen Erfahrungen her weiß ich, dass es bei über 90% der Menschen solche Mängel an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen gibt, die auf der Zellebene viele Entgiftungsreaktionen in der Zelle an und für sich nicht mehr möglich machen, weil gewisse Entgiftungsenzyme nicht mehr wirken, die wiederum abhängig sind von Selen, Vitaminen etc. Und insofern möchte ich fast sagen, dass die orthomolekulare Medizin für mich das wichtigste Standbein in der Vorsorge überhaupt generell ist. Wie bin ich zu dem gekommen? Zunächst wollte ich mich damit beschäftigen. Im ersten Studienabschnitt haben wir vom gesunden Menschen gelernt. Da hat es die Prüfung gegeben, Biochemie, biochemische Grundlagen für Mediziner. Und da war ein ganz dickes Buch mit den regulären Stoffwechselabläufen. Und mindestens die Hälfte von diesem Buch war die Thematik, wie
welche Wirkungen haben Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, aber auch essentielle Fettsäuren auf die Zellstruktur. Und irgendwie nach dem ersten Studienabschnitt war davon nie mehr die Rede. Wir haben im zweiten Abschnitt dann die große Prüfung der Pharmakologie gemacht, als einzige Variante, um mit chemischen Mitteln auf den Menschen einzuwirken. Und irgendwie habe ich das nicht überzuckert im Studium. Auf einmal haben wir nur mehr Fremdstoffe gebraucht, um den Menschen zu reparieren oder von Heilung zu sprechen, die nicht stattfindet. Meine Meinung ist, dass durch chemische Wirkstoffe, die die Natur nicht kennt, der Mensch nicht kennt und auch die menschliche Zelle nicht kennt, keinerlei von Heilreaktionen hervorgerufen werden können. Und schon gar nicht von zellregenerativen Prozessen gesprochen werden kann. Wir als Menschen sind ja selbst Wesen der Natur. Unsere Zellintelligenz wirkt auf eigener Ebene in Resonanz gehend mit der Natur. Und wir bewegen uns nicht nur gerne in der Natur, sondern wir sind auch abhängig von diesen Naturmechanismen, von den vier Elementen, vom Erdmagnetismus. Wie wir alle wissen, kann die menschliche Zelle nicht überleben ohne Erdmagnetfeld. Das hat man bei den ersten Fahrten nach oben beobachtet. Daraus ist auch die Therapie abgeleitet worden, Behandeln mit Magneten. Also wir sehen, dass die Zelle von rundum all das, was uns die Natur gibt, direkt abhängig ist. Und so auch bei den sogenannten Mikronährstoffen. Mikronährstoffe, darunter versteht man eben diese große Gruppe der Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Das sind in Summe zusammengefasst ca. 90 verschiedene Moleküle, orthomolekular, die der menschliche Körper nicht selber herstellen kann und von außen zugeführt werden müssen. Also dieses Zuführen an lebensnotwendigen, sogenannten essentiellen Nährstoffen von außen trägt maßgeblich zu unserer Zellgesundheit bei. Und wenn ich jetzt die Zelle ins Zentrum rücke, der Mensch hat 80 bis 100 Billionen Körperzellen. Und jede einzelne Zelle stellt eine eigene Funktionseinheit dar. So gut wie die kleinste Einheit in einem großen System funktioniert, so gut funktioniert letztendlich auch das Organ, was ja schließlich und endlich aus Zellen besteht. Die Leber besteht aus Leberzellen, das Herz aus Herzmuskelzellen, aber auch die Gefäße haben ihre Zellen und die Nierenzelle. Jetzt hat jedes Organ seine eigene Funktion, seine ureigene, aber dennoch auf Zellebene funktionieren alle Zellen gleich. Sie haben nämlich alle ein Membranpotenzial. Das liegt bei der gesunden Zelle zwischen 80 und 100 Millivolt. Und bei der kranken Zelle sinkt dieses Niveau ab auf bis zu 30 Millivolt. Maßgeblich an der Funktioneinheit der Zelle ist das, was sie natürlich im Zellinneren abspielt. Wir haben aus den
makromolekularen Trägern sind die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße. Die werden jetzt in der Zelle verstoffwechselt und letztendlich auch körpereigene Energie in Form des ATPs hergestellt durch den Verbrennungsstoffwechsel, der im Inneren der Zelle abläuft. Diesen Verbrennungsprozess muss man sich wie eine Flamme vorstellen, die nur dann auf 100% brennt, wenn die Enzyme, das sind Stoffwechselkatalysatoren, auf 100% laufen. Dann können in diesem Hochofen sozusagen die Energieträger verbrannt werden und daraus entsteht dann letztendlich Körperenergie in Form des Adenosintriphosphats. Also das ist alles Biochemie. Warum diese Biochemie nicht umgesetzt wird in der Medizin, hat jetzt sein anderes Thema. Meistens wissen wir schon, um was es geht, aber davon will jedenfalls niemand hören, dass die Vitamine und eine ganze Gruppe von Mineralstoffen als Co-Piloten für diese Enzyme agieren. Das heißt, die können nur dann arbeiten, wenn sie diese Co-Piloten also direkt bei sich sitzen haben. Und wenn hier Mangelerscheinungen entstehen und das auf Jahre und Jahrzehnte, dann kommt es zu Stoffwechselstörungen innerhalb der Zelle und viele Zellen ergeben ein Organ, natürlich Organstörung und fassbar in letztendlich Diagnosen, die wir ja nicht mit chemischen Mitteln therapieren können. Mit einem chemischen Substrat kann ich innerhalb der Zellmechanismen keine Heilung einleiten, keine Verbesserung des Stoffwechsels und somit dieses bei kranken Zellen abgesunkene Membranpotenzial auch nicht anheben. Ihr wisst, dass alles, was auf chemischer Ebene passiert, nur eine Symptomunterdrückung ist und keine Zellregeneration. Und genau dieser Anteil, diesen Anteil beinhaltet die orthomolekulare Medizin und man kann es in Summe als Zellmedizin beschreiben. Und die Erfolge der Zellularmedizin sind 100.000-fach belegt. Es gibt viele Studien, leider liest man diese Studien wiederum nicht in den entsprechenden medizinischen Zeitungen. Der Dr. Rath hat hier eine Ausnahme gemacht und hat das sehr wohl in die Welt verbreitet, hat auch ein eigenes Forschungsinstitut, hat belegt, wie er Tumore von dieser orthomolekularen Seite her angeht. Und was ist das, was ist die beste Therapie, die man sich vorstellen kann, ist jene, die kranken Zellen hilft, wieder regeneriert zu werden. Beziehungsweise, wenn nötig, Tumorzellen, die nicht mehr zu regenerieren sind, durch solche Maßnahmen auszuschalten, die wiederum nur auf die Tumorzellen konzentriert sind und nicht gesundes Körpergewebe zusätzlich noch schädigen. Das heißt, die optimale Konstellation für die biologische Tumortherapie wäre, diese orthomolekularen Anteile zu heben,
damit erstens das Immunsystem wieder funktioniert. Das Immunsystem besteht aus Zellen. Wenn Sie einen Abfall des Membranpotenzials in den Immunzellen haben, wird das Immunsystem auch nicht mehr richtig funktionieren. Und das Immunsystem, so gut kann kein Mittel wirken, ist eigentlich die vorderste Front der Abwehr, der Abwehrorganisation gegen Zellen, die entartet sind, eine andere Oberflächenstruktur haben. Und da gibt es die natürlichen Killerzellen, die dann solche entarteten Zellen erkennen. Also erstes Standbein ist orthomolekulare Medizin, zweites Standbein ist sicher auch in vielen Fällen notwendig, den Tumor von einer anderen Seite anzugreifen. Und zwar hat sich da in verschiedensten Ländern schon eine Therapiemethode etabliert. Diese nennt sich ECT. Ist da jetzt schon offen? Ich weiß nicht genau, was. Ist also Elektro Cancer Therapie. Die Therapie erfolgt auf zwei Arten, nämlich durch Oberflächenelektroden wird der Tumor in die Mitte genommen und durch den Stromfluss von der Anode zur Kathode konzentriert sich der Stromfluss auf Tumorgewebe. Weil nämlich aufgrund des erniedrigten Membranpotenzials der Tumorzelle, das was ich vorher gemeint habe, ist dort der Gewebswiderstand viel geringer als im gesunden Gewebe und dort konzentriert sich der Stromfluss und nekrotisiert sozusagen die kranken Tumorzellen. Das entspricht einer Elektrolyse bzw. einer Tumornekrose. Also die Zellmembran geht kaputt. Es entsteht eine Entzündungsreaktion, ein Zellzerfall von Tumorzellen und diese werden wiederum über die Lymphe und über abtrainierende Systeme im Körper abtransportiert. An der Stelle des Tumors entsteht eine Narbe. Also es wird auch umliegendes, gesundes Gewebe nicht geschädigt. Die zweite Möglichkeit ist, dass man mit Elektroden über die Haut, also transkutan, in das Organ eingeht. Das geht zum Beispiel bei verschiedenen Brustkrebsformen, aber auch bei Prostatatumoren, Lebertumoren. Ist es auch möglich, Ultraschall gesteuert oder CT gesteuert zum Tumor mit der Spitze vorzugelangen und dort eine direkte Auflösung von Tumoren zu bewirken. In der Lunge geht es natürlich nicht, weil dann würde die Lunge zusammenfallen, dann kann man mit den Elektroden von außen arbeiten. Je öfter man diese Therapie macht, umso mehr schrumpft der Tumor. Das ist auch, man kann es in Kombination mit anderen Therapien machen, beziehungsweise kommen auch Leute, die sehr wohl eine Chemotherapie machen lassen, als auch das zusätzlich nützen. Und es machen auch Menschen, die jetzt sich für den rein alternativen Bereich in der Tumortherapie entschieden haben. Da verwende ich dann andere Chemomittel, wieder unter Anführungszeichen, weil diese Chemomittel auch wiederum nicht das gesunde Gewebe schädigen und auch nicht das Immunsystem. Kann ich später noch was dazu sagen? Tun wir mal ein bisschen weiter, vielleicht sehen wir ein paar Bilder. Ja, da gibt es
Von den Todesursachen her gesehen stehen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen an erster Stelle. Das wollte ich gerade fragen, weil auf der Folie vorher ist schon Platz 1, ja, 2009. Und meines Wissens nach ist eben Herz-Kreislauf auf Platz 1. Es ist noch immer Herz-Kreislauf auf Platz 1, gefolgt von den Tumorerkrankungen. Wenn ich vielleicht gelesen, weil vorher ist schon im Jahr 2000 auf Platz 2 und dann bleibt auf Platz 1 im 2009. Was bleibt da vorne? Die Folie vorher ist gestanden im Jahr 2009, jetzt auf Platz 1, ja. Und im Jahr 2000 bleibt auf Platz 1, ja. Deswegen wollte ich fragen, weil mein Wissensstand ist auch jetzt gleich noch. Ja. Sagen wir es als gut. Sagen wir mal so, es steigt so an. Wobei hier nicht die Diabetiker drinnen sind wahrscheinlich, die dann letztendlich auch an den Gefäßerkrankungen sterben. Diese zwei sind an oberster Stelle Herz-Kreislauf und Zellentartungen. Warum gerade das Herz-Kreislauf-System? Ich habe vorher von der Energie gesprochen, also das Herz wälzt ja das Blut ununterbrochen im Körper um. Wir haben dort einen besonders hohen Energiebedarf. Und wenn Mängel auf Zellebene vorhanden sind, dann wirkt sich das am allerersten bei jenen Organsystemen aus, die besonders viel Energie verbrauchen. Und das ist eben beim Herz, bei den Gefäßen, aber auch bei den Nervenerkrankungen, Zentralnervenerkrankungen des Gehirns der Fall. Wir können uns also nicht in einer sicheren Medizin aufhalten, weil es ist, der Pfeil geht steil nach oben und die Therapien, muss man insgesamt sagen, werden toxischer und die Überlebensraten werden nicht besser. Ganz wenige Ausnahmefälle, wo gewisse Therapien wirken, aber die große Masse wird mit Therapien zugeschüttet und es ist kein Behandlungserfolg da. Wenn jemand Krebs überlebt hat, dann sagt man, hat er nicht wegen der Zytostatika überlebt, sondern trotz der Zytostatika, ne? Ich glaube auch, dass das so ist. Also es gibt ja unterschiedliche Nebenwirkungsgruppen bei den Chemotherapeutikern. Wer eine schwere Chemo übersteht, muss man das so sagen. Ja? Es gibt aber durchaus auch Chemotherapien, die ganz gut vertragen werden. Das muss man auch dazu sagen. Ich verwende häufig das Laetril. Das ist der Wirkstoff aus den Aprikosenkernen und man kann sagen, es ist eine semitoxische Therapie, also eine halbtoxische Therapie, weil es ist Cyanid drinnen. Dieses Cyanid ist mit zwei Doppelbindungen gesichert und macht keine Schäden im Körper, allerdings schon, wenn diese Cyanidverbindung in die Tumorzelle aufgenommen wird. Tumorzellen sind sehr fressbegierig, das heißt, sie brauchen besonders viel Stoff von außen, Kraft, Energie sich zu teilen. Werden diese Laetril-Konzentrationen vor allem beim nüchternen Patient, wenn ich das mit 5%iger Glukoselösung verwende, die Substanz in die Tumorzellen aufgenommen und dort in den Tumorzellen befindet sich ein spezielles Enzym, welches die Doppelsicherung spaltet und das Cyanid wird in der Tumorzelle frei. Der geringe Anteil, der in die gesunden Zellen gelangt, wird umgebaut in Vitamin B12. Und das ist keine schädliche Substanz für uns. Sammelt sich also in den Tumorzellen an. Ich kombiniere das gerne miteinander, weil mit dem Laetril, welches über die Vene infundiert wird,
werden die Tumorzellen sensibel auf Störungen von außen und dann wird während der Infusion dieser Strom durch die Tumorherde geleitet. Und dort direkt mit dem Strom eine Zellnekrose, also ein Zelltod von Tumorzellen ausgelöst. Das ist das Behandlungsprinzip. Dazwischen wird das Lytril in Tablettenform hochdosiert geschluckt, zwischen den Infusionen zu Hause. Frage, gibt es eine begleitende Vitamin- und Nährstofftherapie auch? Die ist immer begleitend. Weil das habe ich eingangs schon gesagt, die Orthomolekularmedizin wird immer kombiniert mit speziellen Tumortherapien. Mit dabei ist nicht nur die Orthomolekularmedizin, sondern auch ein Ernährungsprogramm, wobei ich in den ersten 4 Monaten sage, kein tierisches Eiweiß. Was ich noch sehr hilfreich gezeigt hat, allerdings müssen da die Patienten noch ein paar Kilos dran haben, also ganz dünne werden das nicht machen können, die Preußkur. Die gibt es schon. Die lässt den Tumor schrumpfen. Die lässt zunächst einmal den Tumor schrumpfen. Ich sage jetzt nicht, sie macht den Tumor gleich weg in 40 Tagen, aber der Tumor schrumpft. Und in diesem Sinne geht es dann weiter, das tierische Eiweiß weglassen, aber aufpassen. Sofort nach der Preußkur muss man natürlich genügend pflanzliches Eiweiß aufnehmen, weil sonst kriegt man Muskelschwund. Wenn man so lange auf Eiweiß verzichtet, dann wird es mit dem Gewichtsverlust auch Hand in Hand gehen. Also Eiweiß-Muskelverlust. Was haben Sie noch gefragt? Na, das weiß ich, weil ich ja in der Branche tätig war, Nahrungsergänzung und Vitaminen. Kommt in der Orthomolekularmedizin auch Photonen, eine andere Art von Energie, also zum Beispiel Laser oder dergleichen, zum Einsatz? Ich habe da ganz gute Erfahrungen mit einem Tier gemacht. Als direkte Tumortherapie? Also in der Veterinärmedizin zum Beispiel, also gibt es da Forschungen in Richtung Niereninsuffizienz zum Beispiel oder ja, aber jetzt bei Tumoren weiß ich jetzt nicht genau, weil das war meine Frage, ob es da auch irgendwas mit Laser gibt. Oder einen Denkansatz. Einen Denkansatz gibt es, ja. Man könnte eigentlich endoskopisch einen Magentumor, einen Darmtumor mit dieser Sonde über einen Laser therapieren, ja. Da hat sich bis jetzt noch keine Firma gefunden, die das herstellt. Wenn die Forschungsgelder. Ja, man bräuchte da einen Schallkopf, der 2 verschiedene Frequenzanteile hat. Einen Blauteil für die Sichtbarmachung des Tumors und einen roten Laserteil für das Abschießen des Tumors. In Asien gibt es diese Elektro-Cancer-Therapie, da wird über den Darm endoskopisch mit Strom therapiert. Also da bleibt so manche Operation erspart. Bei uns gibt es diese Technik nicht. Kann man vorbeugend Aprikosenkerne in einer gewissen Menge zu sich nehmen und eher nur die bitteren oder auch die? Die bitteren, ja, also ja, es gibt eine Vorbeugemaßnahme niedrig dosiert. Man isst zum Beispiel die Apfelkerne mit. Ja, also 1-2 Äpfel. Genau, man isst die Apfelkerne fein gekaut mit. Mhm. Oder man kauft sich als Saccharin getrocknete Aprikosenkerne und nimmt so 2-3 am Tag. Aber bittere. Bittere Aprikosenkerne, ja. Okay. Was immer mit dabei ist, ist
ist nicht nur die Orthomolekularmedizin und da fehlt am häufigsten. Bitte? Ich wollte auch fragen, warum hilft das Weglassen von tierischen Leidens so sehr? Das hat eine, ja, das muss man erklären, weil die Tumorzelle hat eine Schutzhülle aus Proteinen, die teilweise eine Tarnungskappe für die Immunzellen ist. Wenn man viel tierisches Eiweiß isst, verbraucht man die Bauchspeicheldrüsenenzyme im Darm. Das heißt Trypsin und Chymotrypsin. Das sind die eiweißspaltenden Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse. Wenn man die alle verbraucht im Darm durch hohen Fleischkonsum, dann hat man sie nicht mehr im Blut und auch nicht als zweite Strategie für den Angriff auf Krebszellen. Können Vegetarier dann überhaupt Krebs kriegen? Viel weniger. Viel weniger oft. Vegetarier kriegen weniger oft Krebs. Oh ja, hormonell induzierte Tumore gibt es auch bei Veganern. Also jene, die östrogenabhängig sind. Das ist ausgeschlossen von der Ernährungsweise. Das ist auch bei Veganern. Der Tumor wird also durch diese eiweißspaltenden Enzyme im Blut oder am Organ attackiert. Wenn wir das jetzt nur im Verdauungskanal haben, dann haben wir eine zweite Abwehrstrategie gegen Tumorzellen im Blut weniger. Das ist der Grund, warum man tierisches Eiweiß weglässt, die Bauchspeicheldrüsenenzyme mehr werden im Blut und in der Abwehrstrategie und sogar zusätzlich noch Enzyme schluckt. Als zweite. Darf ich nochmal fragen, ist das Milcheiweiß gleichzusetzen als tierisches Eiweiß oder ist das ein Mal? Weil wir haben so alles, was einmal gelaufen ist. Alles, was Fisch, also ist das oder? Ja, Fisch, ja. Fisch ist auch tierisches Eiweiß. Pflanzliches Eiweiß verbraucht kein Trypsin und Chymotrypsin im Darm. Da nimmt man zum Beispiel Eiweiß, pflanzliches Eiweißpulver dazu, zum Beispiel aus der Süßlupine. Das ist ein sogenanntes basisches pflanzliches Eiweiß. Das nimmt man als Fleischersatz dazu, damit eben der Muskel auch was hat und kein Muskelverfall auftritt. Sojaeiweiß und Bohnen und Linsen und so. Ja, Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen und so weiter. Und deshalb wird eingesetzt das Laetril in Kombination mit den Trypsin und Chymotrypsin steigenden Enzymen. Und das Präparat, was da dazugegeben wird, heißt Vopemucos. Also mit dem fülle ich die Enzyme noch mehr auf im Körper, um eine Attacke auf Tumorzellen zusätzlich zu ermöglichen. Gibt es wo? Bitte? Gibt es wo? Zu kaufen. Bestellen in der Apotheke Enzympräparate. So, was sind jetzt die häufigsten Mängel innerhalb der Ortho-Molekular-Medizin? Prinzipiell muss man sagen, das Blutkörper mal anschaut, welche Mängel bestehen. Da mache ich, wenn möglich und wenn vom Labor möglich, eine Vollblutanalyse. Das heißt, ich schaue die zellulären Mängel an.
Und wenn man diese zellulären Mängel auffüllt, also so wie sie vorliegen, dann spricht man von Zellmedizin. Und die häufigsten Mängel sind gleich einmal als erster, mengenmäßig brauchen wir das Vitamin C sehr häufig. Da finde ich immer, fast immer einen, möchte ich sagen, Mangel, aber wir sind am unteren Anschlag. Wenn das jetzt der normale Referenzbereich ist, da drinnen, dann sind die meisten nicht hier unten, weil das wäre ja ein ausgeprägter Mangel, wie es damals die Seefahrer hatten. Und wir von Skorbut sprachen, also da sind innere Blutungen aufgetreten, die Gefäße sind brüchig geworden. Wir sind eher hier. Wir haben also einen latenten, chronischen Mangel. Ich sage trotzdem Mangel, obwohl wir da in diesem Bereich drinnen sind, weil wir brauchen für die Zellbedürfnisse und für die unglaublich hohe Anzahl von freien Radikalen, denen wir heute ausgesetzt sind, einfach mehr. Es reicht nicht, wenn wir irgendwo da im gerade noch Bereich sind. Wir brauchen einfach mehr Abwehrstrategien, damit wir auch mit den Umwelteinflüssen, mit den Schwermetallen, mit den Stresseinflüssen fertig werden, die heute ja mehr sind als damals. Die Werte, die die WHO vorschreibt, sind schon viel zu niedrig. Die sind viel genau zu niedrig. Das heißt, auch die gemessenen Optimalwerte sind zu niedrig gesetzt. Die gemessenen Optimalwerte sind zu niedrig gesetzt. Das heißt, man muss immer drüber sein, um überhaupt im guten Bereich zu sein. Genau, Zellmedizin spielt sich auf optimaler Ebene ab und man muss gewisse Mindestmengen sozusagen einwerfen, damit der Spiegel im Blut so hoch wird, dass er eine Verteidigungslinie sein kann. Vitamin C ist also sehr oft mangelhaft. Was glaubt ihr, was mit dem Sonnenvitamin D3 ist? Das macht ja die Sonne, oder? Ja, mit der Sonne. Gut. Ein Artikel, die Vitamin D3-Produktion in der Haut setzt dann ein, wenn wir über 2000 Meter sind. Also es reicht absolut nicht, wenn wir in unseren Breitengraden in die Sonne gehen und zusätzlich noch einen 20er oder 30er Schutzfaktor raufgeben. Wir können also davon ausgehen, dass auch alle Kinder einen Vitamin D3-Mangel haben. Also diese seichte Annahme, dass ein Säugling nur im ersten Lebensjahr einen Tropfen Vitamin D3 pro Tag braucht, die ist schon so lange überholt. Und die moderne Medizin, wie sie sich darstellt, ist nicht in der Lage, solche einfachen Dinge umzusetzen. In der Gesundheitsvorsorge, in der Prävention. Und dort, wo es eigentlich mit den Mängeln auf zellularer Ebene losgeht, dort ist kein Ankerpunkt, dass irgendetwas aufgedeckt wird. Und das ist schade, weil das ist nämlich eine sehr einfache und verständliche Medizin. Das versteht auch jeder, der zuhört, aber nur in der Medizin wird es nicht umgesetzt. So, jetzt hat es irgendwann geheißen, 400 Einheiten braucht ein Erwachsener, um seinen Tagesspiegel zu decken. Also ich kenne nicht viele Menschen, die das vor ihrem Hausarzt empfohlen bekommen, du nimm jeden Tag ein Vitamin D3 ein.
messen tue ich das allen Ernstes so. Der Normalwert liegt zwischen 30 und 100. Und es ist schlimmer als beim Vitamin C, weil da wird nicht einmal diese Marke geschafft. Da sind wir da irgendwo. Wir sind zwischen 20 und 30 im Normalfall. Wenn wir den 30 ist schon gut. 30 ist gut. Und wenn wir schon bei den Tumoren sind, dann haben wir optimale Konstellation bei einem Wert von 50, weil dann ist es präventiv gegen 26 verschiedene Tumorarten beim Menschen. Was soll man jetzt machen? Alle auf die Alm ziehen? Nein, Vitamin D3 einnehmen. Aber 5000 Einheiten am Tag. Man kann es zuführen ohne... Also das ja, die Minimal, also die Zufuhr bei Nichtkranken sind 5000 internationale Einheiten täglich. Bei Osteoporose und Krebs 10.000. Gar nirgends, das muss man supplementieren. Da muss man wirklich viele Tropfen einnehmen, damit ich auf diese brauche ich mindestens 10 Tropfen täglich. Dass ich auf die 5000 komme und bei den 10.000 eben das Doppelte. Ich habe es nicht offiziell für Amerika drin. In Amerika gibt es ein Lutschvitamin D3, das ist ein Mini. Ein Tic-Tac. Ein Mini-Tic-Tac und hat in einer einzigen 2500 drin. Die Herstellung ist bei uns verboten, weil Überdosierung möglich. Also in Bereichen, wo ich da unten herumkrebse, habe ich überhaupt kein Thema mit einer möglichen Überdosierung. Auch beim Vitamin C nicht, ja? Weil immer wieder bemerkt wird, dass Vitamin C Nierensteine machen würde. Die Nierensteine kommen von der Übersäuerung. Es ist nämlich eine Säureausscheidungserkrankung und eine Ablagerung von irgendwelchen ausgefällten Kristallen in den ableitenden Harnwegen. Also von Vitamin C kommt das sicher nicht. Daneben haben wir aber die Auffassung, dass es keine generelle Übersäuerung gibt im Körper. Wenn ich beim Tumor bin, muss ich von der Übersäuerung sprechen, weil die Tumorzelle ist hochgradig übersäuert. Die produziert nämlich fleißig Milchsäure in ihrem Inneren und hat ein völlig verändertes Stoffwechselinnenleben, produziert also, verbrennt nicht mehr Sauerstoff, sondern holt sich von draußen die Kohlenhydrate, also die Zucker rein, verbrennt diese und hat als Abfallprodukt Milchsäure. Und man weiß, Tumoren entstehen besonders gerne im angesäuerten Milieu, wo zusätzlich auf Zellebene noch eine gewaltige Stoffwechselstörung vorliegt. Dieses übersäuerte Grundmilieu ist aber auch der Nährboden für mancherlei Mikroorganismen, die auch nicht zu uns gehören. Und in der Dunkelfeldmikroskopie hat man festgestellt oder nachgewiesen, medizinisch nachgewiesen, aber es ist dann auch attackiert worden, dass viele Kleinstlebewesen und Parasiten, Mikroorganismen in Tumoren beheimatet sind. Also wir müssen auch von ganz deutlich von einem veränderten, krankhaften Milieu sprechen, auf dessen Boden Tumorerkrankungen eine Chance kriegen. Das nächste, was fehlt, ist Selen. Darf ich noch zu drei fragen? Ja. In der Mittagssonne haben wir also auf unserer Höhe, in unseren Breiten, gar keine Chance.
kurz mal rauszugehen und Vitamin B3 zu tanken? Nein, ich behaupte jetzt, die letzten 100 Befunde, die ich gemacht habe, die waren entweder unter 30 oder so wie der Heindl Willi. Wie viel hast du gehabt? Ich habe 45, aber auch der Stamm funktioniert nicht. Er hat sich das schon eingeworfen. Ich habe bei keinem, der nicht Vitamin D3 extra zugeführt hat, einen normalen Spiegel gemessen. Auch jene nicht, die braun gebrannt von der Sonne waren. Okay. Und jemand, der im Freien arbeitet? Nein. Ich habe es über 2000 Meter. Und wie lang kann man? Das war für mich eine eigene sensationelle Erfahrung. Dann stellt sich vor, wie es in den Altersheimen ausschaut. Die nehmen 15 chemische Tabletten ein, darunter kein einziger Vitalstoff zu finden. Ich habe mit dem aufhören müssen. Ich habe Pflegegelduntersuchungen in Altersheimen gemacht. Ich habe das nicht mehr machen können. Ja? Weil dort kein Ankerpunkt, die Menschen können nicht einmal mehr über sich selbst entscheiden. Und die Therapie ist eine Katastrophe. Wie auch heute erwähnt wurde von der Kinderpsychiatrie. Da sind nur Fenster drin. Ja, genau. In England haben wir festgestellt, haben sie Untersuchungen gemacht, dass das Essen in Altersheimen schlechter ist wie bei McDonalds. Das Haus. In England sowieso. McDonalds hat sogar zwecks Antioxidationszwecken beim Essen ein Vitamin C aufgestreut. Die sind nicht so dumm. Was nur ergänzt kann. Selen, wenn wir uns das anschauen, da sind die meisten bei 8, 9, 7, habe ich auch schon welche gesehen. Der funktionierende Spiegel ist zwischen 14 und 16. Und zwar wird das auch Vollblut gemessen, das heißt direkt in der Zelle geschaut, wie viel Selen ist da drinnen. Weil die Zellen, wenn die Zellspeicher absinken, ist das das Früheste, was man entdecken kann. Wenn man nur im flüssigen Blut die Vitalstoffe anschaut, kann man oft nicht so viel erkennen, was in der Zelle schon fehlt. Selen ist ein ganz wichtiges, sitzt in der Zelle auf einem ganz wichtigen Enzym. Also vorher habe ich jetzt eher die Enzyme gebracht, die Nahrungsenergie verbrennen. Enzyme haben aber einen entscheidenden zweiten wichtigen Funktionsteil, nämlich die Entgiftung der Zelle. Das Selen setzt sich jetzt auf ein Enzym, das heißt Glutathion-Peroxidase. Ich muss euch das sagen, nur damit ich das unterstreichen kann, das ist Medizin, ja? Es ist Biochemie, es ist Medizin und es lässt sich alles nachvollziehen. Wenn Sie jetzt einen Selenmangel haben, dann wird dieses Enzym nicht sehr gut arbeiten können und dann kommt es zu Anhäufungen von freien Radikalen. Freie Radikale wirken ja radikal aggressiv, sind also Stoffwechselendprodukte und schießen wiederum andere intakte Zellen ab oder stören den Energiestoffwechsel in der Zelle so massiv, dass der Stoffwechsel in sich zusammenbricht. Und wir haben vorher gehört, ein in sich zusammenbrechendes Energiesystem ist schon mal der Grundpfeiler für die Entstehung von Erkrankung oder einer erkrankten Zelle. Ich spreche jetzt gar nicht von einem erkrankten Organ, wir müssen ja viel vorher anfangen bei der erkrankten Zelle, dass dort die Stoffwechselpathologien so ausarten, dass eine Krebszelle entsteht. Und das hier eben durch mangelnde Enzymwirkung zu
zu wenig Zellentgiftung stattfindet und sich freie Radikale und Schwermetalle, Selen ist ein großartiger Schwermetallentgifter auch, anhäuft in der Zelle. Und nachdem die Umwelteinflüsse nicht besser werden und wir in der Luft und im Wasser und in allen Nahrungsmitteln und Pestizid und Insektizid hin und her immer mehr davon abbekommen, müssen wir jetzt auf diese grundlegende Zellgesundheit bzw. Zellentgiftung achten. Zeolit hat nur eine Wirkung im Darm, weil es dort wie ein Absorber, wie eine Dialysemembran filtert es aus dem vorbeifließenden Blut vom Darm, also innerhalb der Gefäße, die Entgiftungsanteile raus, zieht sie aber in den Darm hinein. Also der Zeolit zirkuliert nicht in unserem ganzen Körper oder geht in die Zelle hinein, in die Organzelle, der macht eine Blutentgiftung über den Darm. Wie bei einer Dialyse, wenn ich statt der Niere eine Dialysemembran nehme und das Blut reinige, macht es der Zeolit im Darm. Schaut es mit ungesättigten Fettsäuren und mit Vitamin E aus? Ungesättigte Fettsäuren, also das kann man häufige Mängel, Omega-3-Fettsäuren. Und Omega-6, ist das auch da so? Omega-6 fehlt kaum. Omega-3. So, vom Selen braucht man 14 bis 16. Es gibt eine Provinz in China, eine sehr große, da wurde eine Studie durchgeführt mit 18.000 Teilnehmern, über Jahre Selen gemessen und supplementiert, also auf optimale Spiegel gebracht, das Krebsrisiko ist um 50% gesunken. Und das war eine mehrjährige Verlaufsstudie. Das heißt, wir müssen uns auf Zellebene mit vielen Faktoren auseinandersetzen, die Krebserkrankungen begünstigen und diese möglichst im Vorfeld ausschalten. Das nächste, was Tumore provoziert, sind Östrogene. Die Antibabypille steigert das Tumorrisiko, obwohl es nicht gerne gehört wird, aber es ist so. Weil wir haben zwei Gegenspieler. Wir haben die Östrogene und das Progesteron. Das Progesteron ist das größte Schutzhormon, auch für den Mann. Der Mann hat auch Östrogene und Progesteron. Und wenn jetzt da diese Anlage der Indifferenzen, also Östrogen-Progesteron-Ungleichgewicht, kann genetisch weiter vererbt werden. Wir haben dann also einen hohen Östrogenspiegel bei niedrigem Progesteronspiegel, also Schutzhormon. Und das führt gehäuft zu hormonabhängigen Tumoren. Man kann also sagen, Brustkrebs gehäuft, Ovar gehäuft, Uterus, aber auch Prostata und gewisse Darmtumoren sind auch davon gesteuert. Wenn man jetzt eine Antibabypille einnimmt, die ja den Eisprung im Eierstock verhindert und der Eisprung die einzige Möglichkeit ist, jetzt im Zyklus Progesteron zu bilden, dann fehlt das Progesteron. Das heißt, es ist ein dauerhafter Zustand von Progesteronmangel.
Und dieses wirkt wieder in ein Östrogen-Ungleichgewicht und führt zur Stimulierung von östrogenabhängigen Zellen, die später zu Tumoren werden können. Steigern kann man das Ganze noch, wenn man dann im Wechsel synthetische Östrogene gibt, weil dann hat man nämlich mit dieser Therapie hat man wirklich den Vogel abgeschossen, dass man im Körper ein derartiges Ungleichgewicht herstellt, welches dann seit Einführung der künstlichen Östrogene plus 600% Tumore. Gutes Geschäft. Östrogene weltweit eine sehr gute Einnahmequelle. In den asiatischen Ländern gibt es kaum Wechselbeschwerden. Die brauchen diese Dinge weniger und haben dadurch auch weniger Krebsraten, weil die mehr Sojaproteine zu sich nehmen. Genau, die haben Phytoöstrogene. Wenn man das vorbeugen will, kann man schon in der Jugend viel Sojaproteine zu sich nehmen und Fisch essen. Das hilft. Mit Soja kann man das Missverhältnis ausgleichen teilweise. Und ein altes Indianerwissen mit der wilden Yamswurzel kannst du das Progesteron heben. Es gibt auch ein Progesteron, was aus der Yamswurzel hergestellt wird. Man spricht von bioidenten Hormonen, aber in dem Fall Progesteron. Und das kann man auch bei Wechselbeschwerden über die Haut auftragen. Okay. Yamswurzel ist auch ein Zyklus. Yamswurzel in hoher Dosis eingenommen, also 2x 1500 Milligramm, ist ein Verhütungsmittel, was der Pille gleichkommt. Interessant ist, dass aber auch die Östrogene auf den Prostatakrebs ihre Wirkung haben. Nämlich für mich die Hauptwirkung. Ich kann nicht verstehen, warum Hormonspezialisten behaupten, dass es Testosteron den Prostatatumor macht. Dann müsste ja der Erkrankungsgipfel bei 25-Jährigen liegen. Und nicht bei 60-, 70-Jährigen. Die Inzidenz so mit dem Alter zunehmend ansteigen. Jetzt gibt es beim Prostatatumor eine Antihormontherapie zum Beispiel und da wird behauptet, es wirkt, weil es das Testosteron senkt. In Wirklichkeit ist die Wirkung deshalb gegeben, weil es auch die Östrogene senkt. Nur der Mann wird mit der Wegnahme des Testosteron natürlich männlich, ja? Ich würde sogar therapeutisch diese Progesterontherapie bei allen Formen dazu nehmen, ja? Um hier die Stimulierung der hormonabhängigen Tumoren abzusenken, durch eine weitere Möglichkeit hier einzuwirken auf die Zellteilung. Noch zu Soja, ist es nicht sehr viel sinnvoller, Soja dann in fermentierter Form, Shoyu, Miso oder Tempeh? Mhm. Fermentiert ist es noch besser. Sehr aufpassen. Mhm. Also das Progesteron ist ein Schutzhormon gegen Krebserkrankungen, die hormonell stimuliert werden. Es ist aber auch, muss man, wenn wir schon dabei sind, ein natürliches Antidepressivum. Es hebt die Stimmungslage, zum Beispiel bei der Frau im Wechsel. Es lässt einen besser schlafen. Es ist ja eigentlich ein Hormon, welches in der Schwangerschaft ganz hoch ist. Und wenn dieses ganz hoch ist, da strahlen die Frauen auch, ja?
Und die Angst geht runter. Es nimmt die Angst. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass das Progesteron eigentlich um ein Vielfaches wirksamer auf den Knochen ist als Östrogene. Östrogen ist nicht in der Lage, einen Knochen weiter aufzubauen. Progesteron schon. In Kombination mit einer sinnvollen Mineralstoffkomponente und D3 hochdosiert. Ja, jetzt schweife ich da, glaube ich, zu weit aus. Gell? Wir könnten bis Mitternacht reden. Das Wichtigste, was ich jetzt zusammenfassen möchte, ist, dass wir eine optimale Zellfunktion brauchen. Diese optimale Zellfunktion erreichen wir über die Gabe von wichtigen Mikronährstoffen, dass die Zelle wieder ihr volles Maximum an Enzymtätigkeit und Stoffwechselleistung innerhalb der Zelle gewinnt. Weil so gut wie die Stoffwechselleistung in der Zelle, so gut ist, so gut wird dann auch die Zellleistung, also das, was sie machen soll, auch bei den Immunzellen. Das zweite sind Entgiftungsmaßnahmen. Die jetzt auf verschiedenen Ebenen ablaufen können. Zum einen Element Wasser, diese Kristallessenz unterliegt einem besonderen Herstellungsverfahren. Es ist 144 Tage gereift, es ist mit 40 verschiedenen Kristallen angereichert unter ständigem Durchfluss. Diese Kristalle sind speziell geschliffen und haben innerhalb der Zeit die ganze Information auf dieses Wasser übertragen und wir sprechen von einem strukturierten Wasser. Das heißt, es hat eine besondere Wirkung auf unsere Zellen. Es geht auch sofort über den Darm, über die Zellmembrane in jede Zelle hinein. Es passiert die Blut-Hirn-Schranke sofort wie eine Infusion, ja. Und es hat wichtige Entgiftungsfunktionen. Wenn es ist nicht einfach Wasser, also H2O, man spricht von strukturiertem Wasser, weil nichts die chemischen Inhalte die Eigenschaft bestimmen, sondern die Struktur. Wenn Sie jetzt einen Diamanten hernehmen, dann besteht der aus Kohlenstoff und der Bleistift im Prinzip auch. Ja? Wir haben aber völlig andere Wirkungen bzw. Eigenschaften und so kann man es mit diesem Wasser sehen. Das Wasser ist aus artesischen Brunnen unter Zugabe von geschliffenen Kristallen gereift und hat letztendlich zu einer Wirkung geführt, die schon manche überzeugt hat. Manche spüren sogar die Nieren beim Trinken dieses Wassers. Ich bin heute hergefahren und habe leider eine ganze Flasche getrunken und bin dann vor dem Autounfall leider auf der Autobahn gestanden. Es war circa 50 Meter vor mir, aber ich glaube nicht, dass irgendwas ein Zufall ist. Auch, dass ihr hier heute sitzt, ist kein Zufall. Und wenn wir bei den Entgiftungsmaßnahmen sind, optimale Zufuhr von Substanzen, die der Körper braucht, und auf der Entgiftungsseite Wegnahme von dem, was ihn in seinem Stoffwechselgeschehen stört. Da kann ich aber auch das Chlorophyll nennen.
welches hochbasisch ist, also die ständig lauernde, latente Übersäuerung abbaut, viele Mineralstoffe in sich trägt, abgelagerte Säuren im Gewebe können nur durch Bindung mit einem Mineralstoffpartner herausgelöst werden. Basisch Mineralstoffzufuhr, Entgiftung, darmreinigend, leberreinigend, beziehungsweise auch blutreinigend. Dann vorher haben wir die Parasitenebene angesprochen. Da verwende ich sehr gerne das Clean Up Water. Das ist eine Substanz, die von Erregern, die nicht zu unserem Körper gehören, ein Elektron herausreißt und sozusagen damit einen Oxidationsprozess auf unerwünschte Erreger macht. Es wird oral gegeben, kurmäßig auch konzentriert, also jede Stunde ein paar Tropfen über den Tag verteilt, 8-mal hintereinander. Kann man eine Darmreinigungskur machen, das heißt die unerwünschten Erreger auch im Darm entfernen, Pilze entfernen. Es wird ins Blut aufgenommen, man kann dann die im Dunkelfeldmikroskop nachgewiesenen Mikroorganismen damit ausräumen. Und in Testung ist es jetzt auch per Infusion. Wenn zum Beispiel, wenn ich diese Elektro-Cancer-Therapie im Laufen habe, dann versuche ich immer eine Infusion dazu zu geben, was die Tumorzellen empfindlich macht. Entweder gebe ich eine Hochdosis Vitamin C Infusion oder eine CUV Infusion, welche die Tumorzellen noch empfänglicher auf die Elektrozerstörung macht. Kolloidales Silber wäre damit auch vergleichbar, mit kolloidales Silber einzunehmen. Kolloidales Silber auch, gebe ich aber eher gerne bei akuten Infektionen. Oder man kombiniert das. Das ist genau. In welcher Form würden Sie das Chlorophyll empfehlen anzunehmen? Das Chlorophyll gibt es flüssig. Auch in der Apotheke? Da ist, na, das kriegt man eher nicht in der Apotheke. Da ist der Hauptbestandteil Gerstengras-Extrakt, was also sehr vitamin-, enzym- und mineralstoffreich ist. Da gibt es eine Pulvervariante und eine flüssige Variante, mit was minziger schmeckt, was auch leichter zu trinken ist. Der Herr Heindl weiß diesbezüglich noch mehr, wenn man ihn fragen möchte dann im Anschluss. Sollte das dosiert werden? Das COB? Also, nein, das Chlorophyll. Also das in der Chlorophyll. Faustregel ist eine kleine Espresso-Tasse über den Tag verteilt auf einen Liter. Das ist so 30 Milliliter oder mehr? Ja, so um die 25, 30 Milliliter. Und im Ohr erkrankte Höhe natürlich. Höhe, also. Ja, das war die Frage. Entgiftungsmaßnahmen sind schon Minimum 4 Monate die doppelte Menge an Chlorophyll. Minimum. Minimum, ja. Was ist der Unterschied zwischen der Literflasche von dem Wasser und dem kleinen Wurmmittel? Die zwei meinen Sie? Genau, ja. Das geht direkt auf die Erreger. Und das Chlorophyll. Aha, das Wasser, die Kristallwasser. Zum Kristallwasser. Genau. Das Tonikum und das normale. Zwischen den zweiten Unterschied. Die Essenz ist also das Wasser gemeint, das
geht viel schneller in den Gesamtkreislauf. Also die Erstkur würde ich mit Wasser machen, weil ich sofort, weil das ist viel schneller. Wie viel muss man da am Tag trinken? Zweimal 100 Milliliter. Am Tag 200 Milliliter. Von der Essenz, ja. Also von normalem Wasser 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sollte die tägliche Flüssigkeitszufuhr sein. Und das optimalerweise in einem guten Filter und vielleicht noch energetisiert, wäre die Traumvorstellung. Das Wasser geht also überall schnell hin. Was kostet man, die Flasche bitte, die große? Eine. Ja, die da draußen stehen? Eine einzelne kostet, glaube ich, 37 und das, die 6er Trinkkur dann 150 oder so. Das Wasser, damit therapiert man vor allem Erkrankungen im Gehirn, weil es schnell die Blut-Hirn-Schranke durchbricht, aber auch die Niere, Element Wasser und die ableitenden Harnwege. Das Tonicum hat seine Spezialität auch bei Tumorerkrankungen und bei Viruserkrankungen. Tonicum ist das COB? Nein. Nein, es gibt da das Wasser, das ist flüssig, schaut aus wie Wasser. Ist aber strukturiertes Wasser und das Tonicum ist das C-Flüssige. Das ist, das ist nicht da. Es hat eine 10-mal höhere Konzentration, aber es ist nicht so leicht beweglich im Körper. Also Schwerkranke sollten das Tonicum mit dem Wasser kombinieren. Und Leute, die jetzt nur vorbeugend einmal eine Trinkkur machen, die nehmen das Flüssige. Das Tonicum kommt dazu bei Schwersterkrankungen, so kann man das sehen. Und das Dritte, was ich jetzt noch ansprechen möchte, sind natürlich die freien Radikale. Und die begegnet man mit Antioxidantien. Mit hohem ORAC-Wert, das heißt mit hohem Potenzial, solche freien Radikale zu binden. Und der Partner von dem Chlorophyll, da gibt es auch einen Acai-Bärensaft, da haben 30 Milliliter ungefähr 6000 ORAC. Und ein Mensch braucht normal so jeden Tag 3000 ORAC in Form von Gemüse, rohem Gemüse und Obst, um diesen Körperbedarf abzudecken. 3000 ORAC im Schnitt. Wenn man viel Stress hat, wenig schlaft, raucht, sich ungesund ernährt und bla bla bla, dann braucht man mehr als 3000 ORAC. Zusätzlich ist noch zu sagen, wenn man Medikamente einnimmt, die erhöhen den Anteil an freien Radikalen. Und sie haben auch, also viele Bluthochdruckmittel und Diabetesmittel haben die Tendenz, den Körper noch zusätzlich mehr Säure zu bescheren. Auch Menschen, die Medikamente einnehmen, müssen auf der anderen Seite schauen, dass sie das, was damit angerichtet wird, auch wieder kompensiert wird und häufig das Doppelte von dem einnehmen, als ein Gesunder, der schon in der Prävention etwas macht. Was halten Sie von Therapie mit MMS? MMS ist der Vorläufer von CUW. Das ist
auf gleicher Basis, wobei das CUV ist zugelassen für die Einnahme. Mit dem MMS hat es immer Schwierigkeiten gegeben, weil es keine Zulassung hatte. Noch eine Frage zur Dosierung, ist die wirklich richtig 30 Milliliter pro Kilogramm? Körpergewicht, normales Wasser. Ah, normales Wasser dazu noch. Flüssigkeitsbedarf des Körpers. Und 30 Milliliter bei den Antioxidantien. Soll man die zu sich führen? Und 30 Milliliter. Das ist der Partner des Chlorophylls und dieser Bärensaft von derselben Firma. Das ist der Acai-Bärensaft. Bärenkomplex. Acai-Bärenkomplex und die durch die Konstellation mit Granatapfel und Wolfsbeere und den anderen Zutaten ist man da auf so einen hohen ORAC-Wert gekommen bei geringer Aufnahme. Die Firma heißt Synergy und der Herr Heinl ist heute so nett und ist mitgekommen. Das ECD, das sind die zusätzlichen Therapieformen, die da ins Programm mit hineinkommen. ECD, Ernährung haben wir gesagt, beziehungsweise Enzyme, Schutzhormone und nicht zu vergessen die Psyche. Ich wollte Sie gerade fragen, es gibt irgendwo irgendwelche Untersuchungen, die das gemessen hätten, zum Beispiel wenn jemand sich ständig ärgert, richtig schlimm, ja, wie viel das, welche Wirkung das auf die Kleie oder die Kleie hat. Das kann ich nicht sagen. Ja, ob irgendwo vielleicht gibt es so Literatur, wenn man in die Richtung vielleicht... Habe ich noch nichts gelesen. Aber... Ja. Ein Mensch, der ständig sauer ist und sich ärgert, der wird wahrscheinlich nicht hochbasisch sein, gewebsmäßig jetzt auf Zellebene. Das sind zusätzliche Faktoren und die Psyche kann da viel dazu beitragen oder überhaupt den Nährboden dafür schaffen. Dann gibt es noch, draußen steht ein Gerät, das nennt sich PEMF, das ist die pulsierende Elektromagnetfeldtherapie. Da geht es wieder darum, die Zelle vom abgesunkenen Membranpotenzial zu heben auf das Gesunde. Und zwar sind das pulsierende Magnetfelder, das ist eine Generatormaschine, die 15.000 Volt aufbaut, diese Energie einspeist in ein Plasma und von dort wird das umgelegt auf eine Magnetspule. Und in Sekundenschnelle kann man das abgefallene, krankhafte Membranpotenzial anheben. Es wird bei akuten und chronischen Schmerzen, Abnützungen, Degenerationen, nach Operationen, Ergüsse, Schmerzen jeglicher Art, aber auch bei Knochentumoren eingesetzt. Da wird das Calcitonin, also auch eine Substanz, die mithilft, den Knochen mehr Calcium einlagern, diese Anwendung auch bei Knochenmetastasen zur Unterstützung der
der Tumoreingrenzung. Also da wird wie eine Mauer darum gebaut. Mit dem Hormon und mit der Maschine kann man also Knochenmetastasen in ihrer Ausbreitung eindämmen und zu einer Eingrenzung der Herde beitragen. Aber hauptsächlich ist es nicht in der Tumortherapie, sondern bei akuten und chronischen Schmerzen und eben nicht als reine Schmerztherapie, sondern Regeneration, Zellregeneration und Aufbau des Membranpotenzials. Und in Summe, wenn wir uns das anschauen, wenn wir unserem Körper das geben, was er wirklich braucht, und auf der anderen Seite die Belastungsfaktoren wegnehmen, dann muss ja in Summe irgendwann die Zelle auf ein höheres Niveau kommen und ihre Leistungen in sich besser nutzen können. Ich danke fürs Zuhören. Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Human Way Österreich, das war's. Ein langer, informativer Nachmittag und Abend geht jetzt zu Ende. Wir können jetzt noch anschließend draußen ein wenig diskutieren. Ich danke für euer Engagement und eure Hilfe. Einen Dialog führen, ein Gespräch in die Blaue. Danke.